Sie haben in Ilias die Möglichkeit, sowohl als Kursadministrator als auch als Kursteilnehmer Kommentare auf alle Ilias-Objekte zu hinterlassen, sofern dies einmal vom Kursadministrator aktiviert wurde. Wie funktioniert das Ganze? Wechseln Sie in Ihren Kurs und zwar zu dem Dokument, zu dem Objekt, für das ein öffentliches Kommentieren ermöglicht werden soll. Beispielsweise hier im Sammelordner soll für das Dokument 3 hier ein öffentliches Kommentieren möglich sein. Über Aktionen, Kommentare wird diese Funktion freigegeben, beziehungsweise muss diese Funktion erst noch freigegeben werden vom Kursadministrator. Sehen hier, öffentliche Kommentarfunktion ist für die Ressource zurzeit nicht aktiviert. Das heißt, ich gebe es hier einmal frei als Kursadmin und kommentiere das. Die Seiten 10 bis 12 sind für das Thema besonders relevant. Speichere den Kommentar und hinterlasse diesen jetzt für alle Kursteilnehmer, die Zugriff auf dieses Dokument 3.txt haben. Das heißt, jeder, der jetzt hier auch noch was kommentieren würde, würde hier drunter gelistet mit seinem Namen und mit dem Datum des jeweiligen Kommentars. Wo finde ich meinen Kommentar noch? Wenn Sie auf den persönlichen Schreibtisch wechseln, haben Sie in der Übersicht hier die Navigationspunkt Notizen und Kommentare. Und Sie müssen hier auf den Reiter öffentliche Kommentare wechseln und sich entsprechend aus der Liste heraussuchen, die Datei, den Bereich, das Objekt, das Sie kommentiert haben. Datei. Dokument 3.txt. Klicke hier auf Ändern und sehe jetzt, die Seiten 10 bis 12 sind für das Thema besonders relevant und sehe hier die Kommentare zu diesem Dokument.